So, herzlich willkommen bei Salzwasser.de. Mein Name ist Ronny Schöpke und ich möchte euch heute mal von der Firma Illumagic die Style vorstellen. Die Style hat 150 Watt, 72 LEDs, 18 Kanäle, ist steuerbar über Funk und über Tasten, wie ihr alle schon im vorangegangenen Review oder in der Vorstellung gelesen habt. Die LEDs sind austauschbar. Mehr bleibt nicht zu sagen. Wir wollen uns jetzt hier einfach gleich mal den Paarwert anschauen. Der liegt hier bei 84 cm bei 104 Paar. Das ist vergleichbar mit einem 250 Watt HQI-Strahler. Und wie wir ja gesehen hatten, ist das Spektrum hier eigentlich voll nutzbar. Das heißt, wir haben hier ein Vollspektrum, ein wirkliches Vollspektrum. Fängt hier irgendwo an bei 380, geht hoch und geht dann wieder runter, so wie es sein soll in der Natur oder wie es auch in gewissen Meerestiefen ist. Diese Lampe wurde irgendwo nach Meerestiefen versucht zu konzipieren. Ist meiner Meinung nach auch sehr gut gelungen und gibt den Korallen eigentlich ein Spektrum, das perfekt verwertbar ist. So, jetzt wollen wir uns hier mal in der Steuerung ein bisschen aufhalten. Ihr seht hier, ich habe das Live Studio aufgerufen, welches ihr bei Illumagic runterladen könnt. Gleich von vornherein weg, ihr könnt ja wie bekannt alle 6 Panels einzeln steuern. Ihr könnt jetzt alle steuern, indem ihr sagt, okay, hier ein bisschen runter, da ein bisschen das, okay, passt. So, die Lampe leuchtet, übernehmen. Ihr könnt aber auch hier einzelne Module jetzt wegschalten. Jetzt würden nur die hinteren drei laufen. Das ist ganz interessant, wenn ihr hinten zum Beispiel irgendwelche lichthungrigen Acroporas oder sonst was stehen habt. Da könnt ihr ein bisschen mehr Dampf drauf geben, vorne ein bisschen weniger, wenn das auf gleicher Höhe ist. Oder ihr sagt, gut, die stehen ziemlich hoch, ich gebe hinten ein bisschen Energie, ein bisschen weniger Energie drauf und vorne haue ich mal richtig rein. Das heißt, ihr könnt die vorderen Module dann auf Vollgas laufen lassen und die hinteren nicht. Das ist gut für den Stromverbrauch und am Ende auch gut für euren Geldbeutel. Na? So, jetzt gehen wir wieder in die Ausgangsposition. Alle LEDs wieder auf voll. So, was können wir, was gibt es hier noch zu sehen? Hier die natürlich eine Uhr irgendwo. Ihr könnt das hier auch so einstellen, wann soll sie angehen, wann soll sie ausgehen. Dann könnt ihr hier natürlich mehrere Module steuern im Standalone-Mode oder Master und Slave. Das heißt, eine, wenn ihr zwei habt, eine gibt den Ton an und die andere wird über die erste Lampe mitgesteuert. Das ist dann im Wolkenflug ganz interessant. So, hier können wir unsere Programme auswählen. Wir können hier vorinstallierte Programme nehmen, ja. Ihr könnt aber euch selber eins erstellen, dazu geht ihr irgendwo her, nehmt ein Programm. Ich bin jetzt hier im Pad Nummer 1 auf Kanal A, halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe mir mal grob mein Spektrum einfach mal so hin oder meinen Verlauf, wie ich mir vorstelle. Und dann kann ich dieses ganze Ding hier noch so ein bisschen fein justieren. Ja, wunderbar. Das kann ich bei allen Kanälen machen. Kann mir hier eine Referenz erstellen, indem ich sage, okay, mein erstes Ding war die Referenz oder mein zweites Panel im Kanal ist die Referenz und ziehe mir jetzt jeden Kanal danach hin. Also, das heißt, ich mache hier die Kanäle aus, habe hier oben meine Referenz, diese hellblaue ist die Referenzlinie und ziehe mir dann eigentlich das zweite Pad im zweiten Kanal dahin, wo ich es haben will. Wenn ich damit fertig bin, speichern, updaten auf die Lampe, Sache erledigt. Ganz wichtig, diese gespeicherten Daten könnt ihr über das Netzwerk, welches jetzt entsteht von Illumagic, dort abspeichern oder über eine Cloud. Ihr könnt euch auch aber andere Programmeinstellungen dort herunterziehen von anderen Usern dieser Lampe, Benutzern. Und ihr könnt euch da eigentlich mit anderen Leuten, die genau dieselbe Beleuchtung haben, wunderbar austauschen. Geht also ohne Probleme. Und man kann ganz kleine Probleme in diesem Spektrum dann wunderbar zusammen beheben. So, wir waren vorhin hier schon drin. Das ist jetzt die Schnellvariante, um einfach mal zu sehen, okay, wo möchte ich farblich hin mit dem Auge. Keine Angst, ihr könnt ihr ruhig einstellen. Das Ding ist extra nur mit 3 Kanälen gebaut, um einfach zu sagen, hey, wir möchten nicht, dass der Anwender hier Probleme bekommt in einer extremen Spektralverschiebung mit was weiß ich wie vielen Kanälen, wo man sich sowieso nicht auskennt. Ihr habt hier wirklich nur 3 Kanäle und könnt dabei nicht viel kaputt machen. Ja, also kein schädliches Spektrum. Dann haben wir natürlich noch die Wettersimulation. Interessant, hier könnt ihr auswählen, wie habt ihr euer Modul gehängt
Und genauso würde die Wolke jetzt wandern. Das heißt, wenn ihr mehrere Module habt, dann wandert das von Modul 1, 2, 3, 4 und so weiter. Genauso ist es hier mit dem Gewittermod. Den könnt ihr mal schnell abspielen. Bam, bam, dann blitzt. Okay. Dann mal den Wolkenflug abspielen. Sehen wir auch hier im Spektrum, wie sich das alles dann ein bisschen so verschiebt. Alles funktioniert hier also sehr homogen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwann fertig seid, speichern, Update und die Lampe macht das dann. So, mehr gibt es darüber eigentlich gar nicht zu sagen. Die Illumatic, ein Top-Gerät. Ist leise, funktioniert wie sie funktionieren soll. Ihr könnt das oben über die Tasten machen. Ihr könnt das hier über dieses Funkmodul alles einstellen. Ihr braucht nicht unbedingt einen PC dazu. Ihr habt ja die ganzen Beschreibungen dabei. Ihr habt eine Fernbedienung noch dabei und alle sind glücklich. Wie gesagt, alles kein Problem mit dieser Lampe. Und ich denke mal, das reicht als kurzes Video. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.